Hey Leute und willkommen zu meinem 61. YouTube-Video. Heute machen wir etwas, bei dem ihr wohl Spaß haben werdet. Ich nicht so. Spaß, ich habe an allem Spaß. Ich bin eine spaßige Person. Spaß, yay! Und zwar, wartet, habe ich hier ein Paket. Hier drin, ich mache es einfach auf, ist doch egal. Ich muss jetzt noch nicht 2 Stunden lang. Ich mache es jetzt mal auf. Oh, fast perfekt, fast. So, hier drin haben wir nämlich ein... Was? Habe ich das Richtige bestellt? Da sind Schiffe drauf. Was? Okay, hier drin haben wir hoffentlich ein Kalligrafie-Set. Ich mach's mal auf. Oh, der Stoff fühlt sich aber schön an. Stoff, Karton. So, hier drin befindet sich Feder und Tinte und ich weiß nicht was noch. Ich habe nicht so drauf geachtet eigentlich. Ich dachte nur Feder und Tinte, das brauche ich. Oh, das sieht aber schön aus. Wartet. Ich nehme das jetzt erstmal raus. Sind das Briefumschläge? Ach, das ist Papier und ein Briefumschlag, wenn man Briefe verschicken will. Was ist das? Giftwauscher. Oha, ist die schön. Oh, wenn die schreiben kann, ne? Wow. Kommen wir zu dem, was ich heute machen will. Ich möchte mit dieser Schreibfeder und der Tinte ein Bild zeichnen. Ich mache sie jetzt mal auf. Oh, das ist so fancy. Ich fühle mich wie irgendwie im 19. Jahrhundert. Schon. Ich fühle mich wie Shakespeare. Ich fühle mich wie Edgar Allan Poe. Ich will, dass die fluffy ist. Oh, habe ich sie jetzt kaputt gemacht? Okay, ist das nicht so wild. Wir machen sie mal hier jetzt auf. Das macht eigentlich alles einen ganz wertigen Eindruck, muss ich sagen. Ich hoffe aber, dass das jetzt nicht nur Deko ist, sondern auch wirklich schreibt. Aber es wäre auch eine tolle Deko. Deko? Also eine tolle Deko wäre es, nicht Deko. Und hier ist die Mine einmal. So sieht das aus. Was steht da drauf? Ich kann das nicht lesen. Iridium Point. Germany! Die kommen aus Deutschland? Ich dachte, das kommt aus China. Ich fühle mich wie bei Harry Potter. Das ist meine Schreibfeder. Mit der schreibe ich in Hogwarts meine Briefe, die ich dann mit meiner Eule verschicke. Hier haben wir die Tinte. Hier steht auch einfach drauf The Ink. Und dann haben wir hier oben noch ganz viele andere Spitzen. Ich habe keine Ahnung, was... wofür ist. Ich weiß es nicht. Ich wusste nicht mal, dass man so viele braucht. Ich habe mit Kalligrafie nichts am Hut. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe eine scheußliche Schrift. Ich bin ganz froh, dass ich überhaupt schreiben kann. Jetzt holen wir mal das Ding raus. Das ist die Halterung für die Feder. Federhalter. So fancy. Es ist so fancy, oh mein Gott. Ich habe noch nie in meinem Leben mit einer Feder geschrieben. Das höchste der Gefühle war tatsächlich ein Füller. Also, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich denke, ich tunke es einfach in die Tinte ein und dann kann ich damit schreiben. Ich hoffe es. Ich hoffe, es ist nicht komplizierter als... Was ist das? Was ist das? Was ist denn das? Oh, Merry Christmas. Dann kann man ja den Brief so... Ich habe keine Ahnung, wofür das sein soll. Aber bevor ich jetzt versuche, etwas damit zu zeichnen, versuchen wir jetzt erstmal, was damit zu schreiben. Mal gucken. Ich hole noch die anderen Sachen hier raus. Wir haben hier 2 Briefumschläge und den ein oder... Oh, und den ein oder anderen Zettel. Oh, da sind ja ganz schön viele. Wir nehmen uns jetzt mal einfach eins. Na, jetzt ist es auf. Gucken da jetzt mal rein. Ja, tja, was sieht man? Man sieht Tinte. Okay, toll. So. Tunke ich das da jetzt einfach rein, oder was? Bis wo? Bis zu diesem Loch, glaube ich, oder? Habe ich mal irgendwo gehört, dass man das so machen muss. Weil dann speichert sich die Farbe da in diesem kleinen Loch. Dann sollte das gehen. So sieht das Ganze jetzt aus. Wartet, na, sieht man überhaupt was? Ich bin echt gespannt, ob die schreibt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das nur ein Deko-Objekt ist. Aber ich schreibe jetzt mal meinen Namen. Okay, das funktioniert. Es funktioniert sogar herausragend gut. Oh, okay, man darf nicht zu schnell sein. Man muss das Ganze mit Bedacht und ganz langsam machen. So. Mensch! So, ich brauche jetzt noch mal ein bisschen mehr Tinte. Machen wir es jetzt noch mal. Ja, Mensch, das ist ja... Ui. Ja, okay, mein A ist immer noch total hässlich. Das ändert sich nicht. Mein N auch. Ich dachte, ich kann wenigstens etwas schöner schreiben damit. Aber nein, immer noch total... Oh, ich glaube, damit mache ich jetzt immer die Unterschriften unter meinen Zeichnungen. Stellt euch mal vor, ihr schreibt in der Schule eine Klausur und dann holt ihr die raus. Ja, okay, los geht's. Tick. Ich würde es feiern. Lieber Vater, heute bin ich seit 4 Wochen auf See. Die letzten Tage schien es uns, dass uns ein Seeungeheuer verfolgt. Wünsch mir Glück, hochachtungsvoll. Lana. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, ich habe die Box auf Amazon bestellt für 13 Euro oder so. Und ich muss sagen, bis jetzt finde ich die sehr nice. Welche davon probieren wir denn jetzt mal aus? Ich würde einfach jetzt mal sagen, die hier. Ich habe keinen Plan, wieso, aber wir nehmen die. Ich nehme mir jetzt mal ein Tuch und ziehe die Mine hier raus, weil sonst kriege ich schwarze Finger. Habe ich auch schon ein bisschen.
Komm schon. So, ich wische die auch mal sauber, glaube ich. Oh, seht ihr das? Und dann tun wir die neue rein. So sieht das aus. Und hier tun wir das jetzt rein. Nein, hier tun wir das jetzt rein. Au, 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 au. Nehmt euch lieber ein Tuch dafür, weil sonst schneidet ihr euch echt in den Finger. So, machen wir wieder die schicke Tinte hier auf. Tunk, tunk. Und dann schreiben wir mal einfach. Oh, nochmal. Ich mache jetzt erstmal nur ein L. Warum schreibt er denn nicht? Versuchen es jetzt nochmal. Warum schreibt die denn manchmal nicht? Das ist ja blöd. Hallo, muss man hier Dollar aufdrücken oder was? Ich habe jetzt hier mal die breiteste reingetan, die da im Set drin war. Mit den anderen bin ich nicht so zurechtgekommen. Das sieht man, ich kann nicht mal ein L damit machen oder ein paar einfache Linien, weil es dann irgendwie einfach aufhört. Wir machen es jetzt mal hiermit. Das verstehe ich auch nicht. Ah, okay, jetzt ging's. Jetzt geht's wieder nicht. Ich bin so verwirrt. Ich versuche jetzt mal was damit zu zeichnen. Ich mache mal eben eine Skizze. Dann sehen wir uns gleich. Ich habe jetzt hier wieder die Mine drin von vorhin. Also die allererste Mine. Und ich habe eine kleine Skizze. Da ich noch nicht mal geschafft habe, ein L zu malen oder ein L zu schreiben, machen wir erstmal nur so zwei Augen, damit wir gucken können, wie das Ganze ist. So, jetzt wird hier mal eingetaucht. Machen wir mal erstmal das obere Lid. Oh, das ging aber gut. Das ist eine schöne Linie. Schön gerade. Okay, okay, okay. Malen wir das aus. Ah, aber die Tinte könnte ruhig etwas dunkler sein, habe ich das Gefühl. Oh, die Wimpern lassen sich ja super gut machen. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind die zu dick. Aber das ist nicht so schlimm. So. Wir machen jetzt erstmal die ganzen Outlines. Oh, 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 oh. So. Und dann machen wir eine kleine Schraffur. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Oder ob ich bis dahin das ganze Ding zerstört habe aus Frust. Aber bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut, finde ich. Das hier malen wir auch aus. Das hier auch. Und hier unten einmal lang. Das geht eigentlich voll gut, hä? Ich hätte aber gern bessere Tinte, weil ich weiß nicht, ob man das bei euch sieht, aber hier ist das jetzt schon ein bisschen zu hell. Es sieht gar nicht mehr so schwarz aus, wie das hier ist. Und jetzt müssen wir in einer Bewegung hier das obere Lid machen. Komm schon. Oh, das war gut, weil das sah ja besser aus als die Bleistiftlinie vorher. Machen wir hier jetzt ein paar Linien rein. Ich schraffiere echt nicht so oft. Haben wir hier auch noch ein paar? Okay, ich würde sagen, ich mache den Rest mit einer Timelapse fertig und dann sehen wir uns, wenn es fertig ist. Jetzt fertig geworden damit und ich muss schon sagen, das macht so einen Spaß. Ich bin begeistert. Es macht echt Spaß. Es ist easy. Man kann einfach hier und da ein bisschen schraffieren. Man muss sich keine Überlegungen machen. Ja, was mache ich hier? Was mache ich da? Was mache ich mit den Augen? Es verzeiht Fehler. Also wenn man so zeichnet, dann ist es nicht so schlimm, wenn man mal eine Linie irgendwie falsch zieht oder so. Also es macht echt Spaß. Ich glaube, ich werde öfter was damit zeichnen. Ich mache jetzt noch die Unterschrift, aber auch mit der Fancy Feder. Oh, ich glaube, so nenne ich sie. Fancy Feder. So. Viel zu groß. Mir gefällt's. Ich mag das echt gern mit der Schraffur und dem Schwarz-Weiß. Aber ich glaube, ich würde mir bessere Tinte holen als die, die dabei war. Die ist nicht so gut. Und das mit den Dingern checke ich halt auch nicht. Warum schreiben die denn nicht, wenn ich mit denen schreiben möchte? Und ich werde, glaube ich, mal versuchen, dass ich meine Finger nicht so komplett dreckig mache, weil das geht echt nicht so leicht wieder ab. Ich habe versucht, mir die Hände zu waschen und es geht echt nicht so gut wieder raus, ne? Ich finde das mega cool, wenn das so auf dem Schreibtisch steht. Das macht doch voll was her. Das sieht doch aus wie, ich weiß nicht, bei Titanic. Für 13 Euro, ich meine, ich würde mir das nur als Deko holen und wenn man dann auch noch damit zeichnen und schreiben kann, dann bin ich ja wohl völlig von den Socken gerissen. Also ich bin ein Fan davon, ich mag das, ich werde mehr damit zeichnen. Vielen lieben Dank, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke, ich würde mich sehr darüber freuen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, tschüss!